jeden Fall Shania müssen wir auf jeden Fall retten. Ich wollte schon gerade tragen. Warum geht das Menü nicht auf? PC, verlass mich nicht. Das ist ein westliches Zimmer. Das heißt, hier irgendwo ist eins seiner Zimmer. Dann werde ich in keins von denen gehen. Also eins dieser Zimmer muss das sein, weil das ist ja Westen. Und ich werde aber erstmal speichern gehen. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit man allgemein hat. Aber Cyrus haben wir schon mal gerettet, also retten wir jetzt Shania. Und Hofplatz ist, wenn ich richtig mich erinnere, dann gerade runter. Was zum... Heute beginnt die Hinrichtung der Gefangenen, die vor kurzem versucht haben, unseren verehrten Meister Antida zu stürzen. Und wir fangen mit dieser Magerin an. Nein! Wir müssen ihr helfen! Shania, ich werde nicht tatenlos zusehen, wenn man sie köpfen will. Shane, allein wird er es nicht überleben. Nichts wie hinterher! Shane! Was zum Schattenbraten macht ihr hier? Wer auch nur wagt, ihr ein Haar zu krümmen, kriegt es mit mir zu tun. Moment, ist das nicht Kites Gruppe? Du hast recht! Nichts wie weg hier! Miss? Was? Shane, wir greifen an! Jetzt! Oh, scheiße. Im Angriffsvorteil! Na, klasse! Das können wir mal gleich ändern. Kampfsinne, genau. Und dann machen wir mal... Vorsicht, Cyber. Nochmal, dann das. Verhindert. Okay. Giro rufen und dann leichter sehen. So, das nochmal, das nochmal, das nochmal und das. Wir schaffen das. Und tschüss. Shania.
Shania. Janina. Ich dachte, ich käme zu spät. Ich bin so froh, dass du am Leben bist. Du hast mich gerettet. Danke dir. Oh, wie süß. Warte, ich löse dir die Fesseln. Ich hoffe, sie haben dich nicht verletzt oder dergleichen. Nein, soweit haben die Soldaten mir nichts angetan. Ah, endlich wieder freie Hand. Danke dir. Werden wir nun Taran verlassen? Schon, aber nun zählen noch die restlichen Leute. Shane, verlasse mit Shania Taran und wartet vor den Statuen auf uns. Ich sehe selbst, dass sie sich kaum auf den Beinen halten kann. Bringt sie von hier weg. Geht das wirklich in Ordnung, Kalt? Ja, aber doch. Aber ja doch. Nein. Hallo? Wir haben einen Magier weniger. Wir werden verrecken. Nichts gegen dich, Alexia, aber... Ich... Okay. Ich verstehe, aber... Ey, ist das nicht schon schwierig genug? Aber ja doch. Die restlichen werden wir auch noch so finden. Danke dir, Kalt. Dann lass uns gehen, Shania. Ach, Shania? Shania? Nun, lasst uns noch die restlichen gefangen suchen. Shania rettet wir noch zwei. Nahe der Mauer, hieß es. Aha! Können wir erstmal hier speichern. Meister Garmond, diese Stimme. Kann das sein? Prinz Kite? Was um alles in der Welt macht ihr hier? Habe ich nun Halluzinationen oder wieso steht der tote Prinz vor mir? Ihr täuscht euch nicht, ich bin es wirklich und lebe. Aber wie ist so etwas möglich? Mit Verlaub, Meister. Ich würde es gerne besprechen, wenn ich euch hier herausgeholt habe. Ah, Prinz. Gerade eben haben die Soldaten die Magier und Shania hier weggeholt, um sie zu enthaupten. Es tut mir so leid, ich konnte sie nicht retten. Macht euch keinen Kopf darum, wir konnten sie retten. Wirklich? Dem Himmelsdrachen sei Dank. Prinz Kite, ich kann nicht von hier weg. Was? Ich bin schuld an all dem. Ich habe meine Gefährten im Stich gelassen. Alle. Die Soldaten, den Veran. Den König, die Königin und meine Kameraden. Ich könnte es nicht ertragen, so wieder zurück nach Veran zu gehen. Rede bitte kein dummes Zeug, Garmond. Ihr habt das getan, was ihr für richtig gefunden habt. Letztendlich haben sich so unsere Wege wieder gekreuzt. Also bitte, schlagt jetzt nicht meine Hilfe ab. Zusammen können wir Veran wieder so wie früher aufblühen lassen. Doch alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Bitte helft mir und kommt wieder zurück nach Veran. Mein Prinz, verzeiht, ich war töricht. Was bilde ich mir darauf nur ein? Natürlich braucht ihr jede Hilfe, die ihr bekommen könnt. Und da wage ich noch, mich zu euch widersetzen? Entschuldigt bitte. Ich nehme eure Entschuldigung an. Aber passt auf, ich werde nun das Tor aufmachen. Ich mach nichts, aber okay. Wow. Es dauert echt lange. Es hat funktioniert. Ihr seid stark mit dem Schwert geworden, Prinz. Nun lasst uns aber von hier fliehen. Victor Gamma hat gerettet. Fehlt nur noch einer. So. Den hätten wir gerettet. Stopp! Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Jonathan. Ihr wart anscheinend sehr geschickt, euch nicht erwischen zu lassen. Ein paar eurer Kameraden konntet ihr ebenso retten. Jedoch nicht alle. Es tut mir leid. Jedoch ändert das nichts. Männer, schnappt sie euch. Leute, es macht jetzt keinen Sinn zu kämpfen. Wir sollten nun zurück zu den Stadttoren gehen. Aber Kite, die restlichen Leute... Ich weiß. Es tut mir auch weh, sie hier lassen zu müssen, aber sonst werden wir das hier nicht überleben. Das ist auch sehr wichtig. Was? Ernsthaft? Wir können den Letzten nicht mal retten? Was soll der Scheiß? Lauft! Mann, ich wollte aber den Letzten retten.
Das gibt's doch nicht. Warum konnte ich den letzten nicht retten, ihr Arschgeigen? Kite, was ist los? Warum rennst du so? Wir wurden von Jonathan verfolgt und das war sicher nicht lange dauert. Das ist sicher nicht lange dauert, bis er. Habe ich euch. Ihr kommt mir nicht. Du gibst wohl nie auf, was? Jetzt reicht es. Wir greifen an. Wenn ich jetzt versage, kann ich Meister Antenna nie mehr unter die Augen treten. Du hast Probleme. Kümmere dich lieber um dein Leben. Wow. Wir konnten den einen nicht retten. Ist er jetzt tot? Oder haben sie immer noch einen Gewahrsam? Ich weiß das gerade echt nicht, was ich davon halten soll. Komm schon. Oh Scheiße, es werden immer mehr. Komm schon. Nein, nicht kalt. Haben wir überhaupt noch irgendwas? Ja, den können wir wieder benutzen. Och, nicht schon wieder kalt. Alter, die haben es doch voll abgesehen. Verreck doch endlich!
Ach, Shane. Kite wird immer wieder getroffen. Das ist irgendwo so lame. Shane, Kite, dein fucking Ernst? Nicht Alexia! Oh, ihr Arschgeigen, warum Alexia? Ich möchte mich gerne beschweren gehen. Shane. Immer wieder Shane, ist klar. Mit Shane kann man das ja machen. Unsere Heilerin ist tot. Das ist extrem schlecht. Könnte Probleme geben. Kann ich Gockern wiederbeleben? Das ist extrem scheiße. Thank you.
Endlich! Gibst du endlich auf? Was nutzt es noch, mit so einer Schande unter den Augen des Meisters zu treten? Tu, was du für richtig hältst. Was? Du hast mich schon verstanden. Töte mich. Diese Schande, versagt zu haben, werde ich meines Leben nicht mehr los. Ich kann so nicht mehr unter den Augen meines Meisters treten. Also los, beende es. Worauf wartest du? Was redet ihr da, General Jonathan? Schweig, Soldat, das verstehst du nicht. Egal wie sehr ich mich bemühe. Der Meister würde meine Fehler nie mehr verzeihen. Ich habe immer versucht, ihm alles recht zu machen. Fast nie mit Erfolgen. Wisst ihr, wie erniedrigend so etwas ist? Wie soll ich jemanden, dem ich die Treue geschworen habe, so unter die Augen treten? Deswegen, töte mich, Kite. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Wir haben, was wir wollten. Wir gehen. Hallo, da fehlt noch jemand? Excuse me? Ihr habt da einen vergessen. Du könntest zum Beispiel mal sagen, ich töte dich, wenn ich den Kollegen wiederbekomme. Was er natürlich nicht tun wird. Aber ich will den letzten Kollegen. Er ist wahrscheinlich wichtig in dieser Invasion. Jonathan, den Gefallen tue ich dir nicht. Hallo. Du hast den letzten Typen vergessen. Ja, Jonathan. Mission abgeschlossen. Kehre nun zurück nach Schloss Shinoba und suche dir eine andere Mission aus. Ich habe noch jemanden vergessen. Beziehungsweise, excuse me, Kite. Ich meine, der rennt raus, um zu entkommen und nur draußen nicht sich dann gegen ihn zu stellen? Hallo? Du hättest doch gut drinnen bleiben können und dich mit dem prügeln können und den letzten trotzdem noch holen können. Ich bin gerade ein bisschen so... Der Typ tut mir jetzt so unendlich leid. Ja, sorry. Du hattest nicht genug Zeit. Du hast dich nicht genug beeilt. Von 5 Leuten wurde eine Person aufgrund Jonathans Auftauchen einfach mal zurückgelassen. Kite, ehrlich. What the fuck? Oh ja, und ich hab dich besiegt. Natürlich. Du weißt schon, dass er in der Invasion dich fertig machen wird. Oder er begeht Suizid. Ah ja, hier. Da haben sie einfach einen Kumpel zurückgelassen, ey. Oh, die Drachen sind weg. Oh nein, die sind noch da. Aber echt? Meinen Kollegen so hart zurückzulassen? Nochmal zu ihm, während dass ihr alle mich gerettet habt. Ohne euch wäre ich sicherlich nicht dem Tod entkommen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn wir Shanina nicht gerettet hätten. Es liegt mir sehr am Herzen. Wahrscheinlich hätte ich es nicht verkraftet, wenn sie getötet worden wäre. Aber das ist nur Schnee von gestern. Ihr habt jemanden vergessen. Excuse me? Jetzt, wo wir unsere eigene Flotte haben, können wir auf deinen Befehl hin jederzeit nach Veran. Gib dazu Vilana Bescheid. Ich werde erstmal speichern und verkraften müssen, dass wir jemanden zurückgelassen haben. Einfach so. Ich wollte alle retten. Ich wollte alle mitnehmen. Warum? Wir haben einen Mann zurückgelassen. Das ist nicht nett. Ja, ich wollte doch meine Rettung. Meine Rettung. Ich stell's mir schon vor, er hört das dieses Trommel und etc. von draußen, wie die anderen retten, und er wird da einfach zurückgelassen. Also ich als Gefangener würde es nicht nice finden, wenn alle außer mir gerettet werden. Ich würde mich an den Prinzen rächen wollen, wenn ich herausfinde, dass er es war, der alle gerettet hat außer mich. Ja,
Jedenfalls, die Mission hätten wir auch endlich erledigt. Das war eine der Missionen, die ich so sehr hasste. Es tut mir leid, wenn ich das sage, aber diese fucking Soldaten mit ihren fucking Überwachungssystemen. Ihr habt gesehen, wie oft ich verkackt habe. Ja. Ich lasse das erstmal sacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr traut mit mir den letzten Soldaten mit. Der einfach in den Stich gelassen wurde. Naja, bis dann.